So Leute, NFTs sind nach wie vor heiß begehrt und Marktplätze verzeichnen massive Volumina und auch viele Kollektionen haben erhebliche Preissteigerungen gesehen. Der Trend könnte sich jetzt sogar noch weiter fortsetzen und in der Zukunft sogar noch stärker werden, da der Hype ja immer weiter zunimmt und wir sehen jetzt beispielsweise Nachrichten wie, dass China die Infrastruktur für NFTs zulässt. Bei so vielen NFT-Kollektionen allerdings, die bereits auf dem Markt sind und auch täglich neu dazukommen, da kann es manchmal schon ziemlich schwierig sein zu wissen, wo man anfangen soll zu suchen und genau deshalb möchte ich euch heute die Parrots Fight Club Kollektion vorstellen. Bei Parrots Fight Club handelt es sich um ein neues NFT-Projekt, bei dem das Minten gerade live ist und im Endeffekt wird das Ganze ein Play-to-Earn-Spiel im Stil von Street Fighter, wo man die NFTs als Charaktere benutzen kann und um Zugang zu bekommen. In diesem Video werde ich euch alles zeigen, was ihr über die Sammlung wissen müsst, was das Team für die Zukunft geplant hat und natürlich erkläre ich euch auch, wie ihr ein Parrot minten könnt, wenn ihr das Spiel spielen möchtet, wenn es auf den Markt kommt. Bevor ich allerdings damit anfange, solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos wie dieses oder auch all die anderen auf dem Kanal verpassen werdet. Und ein riesiges Shoutout an das Parrot Fight Club Team dafür, dass das Video von heute gesponsert wird. So, dann lasst uns auch direkt mal mit einer Zusammenfassung der Sammlung anfangen. Es gibt 5555 Parrot NFTs, jeder mit einer einzigartigen Kombination verschiedener Merkmale. Außerdem gibt es verschiedene Seltenheitsstufen, die von gewöhnlich bis legendär reichen. Das Minten für die Sammlung ist gestern live gegangen und ist auch immer noch live auf der Webseite, die ich euch später im Video zeigen werde. Tatsächlich hat die Enthüllung für die Parrots auch schon mittlerweile stattgefunden. Das bedeutet, wenn ihr einen dieser Parrots mintet, dann müsst ihr eben nicht warten, um zu sehen, welche Seltenheit es hat oder welche Eigenschaften. Falls ihr nach dem Minten jetzt sehen möchtet, wie euer Parrot aussieht, dann könnt ihr entweder auf eure Profilseite gehen oder euch mit OpenSea verbinden. Die Sammlung wird nämlich auch auf OpenSea getradet, sodass ihr auch mal da durchscrollen könnt, um zu sehen, was andere Leute gemintet haben. Wir können jetzt allerdings auch direkt ein paar Beispiele hier auf der Webseite sehen. Wie man sehen kann, sie sind auf jeden Fall ziemlich bunt und haben auch eine große Vielfalt. Trotzdem, diese NFTs sind eben nicht nur für die Show gedacht. Wie ich bereits erwähnt habe, werden sie eingesetzt, um Zugang zu den kommenden Parrots Fight Club Spiel zu erhalten, das jetzt in gerade mal 2 bis 3 Monaten live gehen wird. Das Spiel wird auch mehrere verschiedene Modi haben, darunter ein 1 gegen 1 Modus, Teamkämpfe und Battle Royale. Tatsächlich wird dieses Spiel sich in vielerlei Hinsicht von den meisten anderen Play-to-Earn-NFT-Games in einer Handvoll verschiedener Aspekte abheben. Erstens wird es kein langsames, rundenbasiertes Spiel sein, bei dem jetzt jeder einen Zug macht und dann auf den Gegner warten muss. Das bedeutet also, die Kämpfe werden live sein und alle Spieler können in Echtzeit miteinander interagieren. Ein weiteres nettes Feature ist, dass, obwohl es natürlich verschiedene Raritäten für die NFTs gibt, haben alle Parrots die gleiche Stärke und das macht natürlich das Spiel zu einem reinen Geschicklichkeitsspiel, bei dem jeder eine faire Chance auf Geldpreise hat, die zu gewinnen sind. Wo wir jetzt schon mal bei Geldpreisen sind, in diesem Jahr werden tatsächlich in jeder einzelnen Woche rund $3000 als Grundbetrag ausgeschüttet werden. Darüber hinaus werden ganze 50% der durch den Handel erzielten Lizenzgebühren in den Preispool fließen, und zwar ohne Limit, was natürlich bedeutet, dass je mehr Leute Parrots kaufen und verkaufen, desto größer werden die Preise sein. Um weiterhin sicherzustellen, dass auch jeder eine faire Chance auf diese Preise hat, wird das Team ein System einsetzen, bei dem nur eine bestimmte Anzahl wöchentlicher Kämpfe für die Rangliste zählen. Das bedeutet, dass ihr eben nicht endlos spielen müsst, um eine Chance zu haben, sondern in einer angemessenen Anzahl von Ranglistenspielen einfach gut abschneiden müsst. Natürlich könnt ihr dann auch nach dem Erreichen des Limits für die Ranglistenspiele weiterhin zum Spaß weiterspielen, um eure Fähigkeiten zu verbessern und so in den kommenden Wochen noch bessere Gewinnchancen zu haben. Neben den wöchentlichen Preisen und zusätzlichen Preisgeldern aus den Tantiemen gibt es für die Parrot Fight Club Gemeinschaft noch weitere Chancen, zusätzliches Geld und auch andere Preise zu gewinnen. Wie man hier sehen kann, wird das Team $10000 als besondere Belohnung an die Community ausgeben, um die Parrots für zukünftige Turniere und andere Veranstaltungen vorzubereiten. Außerdem werden 10 NFTs und auch einige andere einzigartige Eigenschaften an Parrot-Besitzer vergeben, um ihre Parrots zu stärken und ihre Gewinnchancen zu erhöhen. Zu guter Letzt wird in einem großen Turnier der Parrot des Jahres gekürt, wobei der beste Kämpfer einen Preis von sage und schreibe $50000 erhält und auch einen Jahresvorrat an Früchten, damit sich die Parrots erholen können. Um euch eine Vorstellung davon zu geben, wie das Spiel aussehen wird, habe ich hier ein paar Bilder für euch, die ihr jetzt auf dem Bildschirm sehen könnt. Wie ihr sehen könnt, wird es mehrere verschiedene Kampfarenen geben und man kann auf jeden Fall mal einen Eindruck vom allgemeinen Stil des Spiels bekommen. Falls das Spiel euer Interesse geweckt hat und ihr möchtet ein paar Parrots minten, dann könnt ihr das direkt auf der Webseite machen, solange sie noch verfügbar sind. Das Minten ist bereits live, deshalb, falls ihr interessiert seid, solltet ihr euch nicht allzu viel Zeit lassen. Um zu minten, müsst ihr einfach auf diese Schaltfläche Verbinden klicken, wo ihr dann auf die Profilseite kommt und da müsst ihr eure Wallet anmelden. Sobald ihr das gemacht habt, da klickt ihr einfach auf Mint und bestätigt die Transaktion.
Hier steht ja zwar Mint ein Ei, aber da die Offenlegungsfrist bereits abgelaufen ist, könnt ihr direkt euren Papagei sehen. Sobald das Spiel live ist, könnt ihr auch eure Statistiken einsehen, wie zum Beispiel die Anzahl der Kämpfe, die ihr gewonnen oder verloren habt. Ihr könnt auch euren Anzeigenamen in jeden beliebigen Namen ändern, indem ihr einfach auf Edit hier klickt. Ein weiterer nützlicher Aspekt dieser Seite ist, dass sobald das Spiel dann erst einmal live gegangen ist, da könnt ihr eure Kämpfe planen, um sie im Auge zu behalten, damit ihr eben keinen eurer Kämpfe verpassen werdet. Das Projekt erregt bereits jetzt ziemlich viel Aufmerksamkeit und es wächst eine starke Gemeinschaft von Parrot-Haltern, die sich auf das kommende Spiel freuen. Das Projekt hat auf Twitter bereits mehr als 25.000 Follower und mehr als 18.000 Menschen sind im Discord. Das Team arbeitet auch aktiv daran, die Community weiter auszubauen, um das Spiel bekannt zu machen, indem $175.000 in Marketing und Partnerschaften gesteckt werden. Wie man jetzt auch hier auf der Webseite sehen kann, ist das oberste Ziel des Teams die Unterstützung der Community und genau deshalb beziehen sie auch die Community in den Entscheidungsprozess über die Zukunft des Projekts ein und alle wichtigen Entscheidungen werden durch Abstimmung getroffen. Sobald das Minten für die Parrots abgeschlossen ist, da wird es eine Konferenz und auch eine Party für die Besitzer geben, auf der das Team seine Pläne und zukünftige Ideen für das Projekt vorstellen wird. Eine Funktion wird die Möglichkeit sein, dass sich Papageien weiterentwickeln und neue Fähigkeiten erlernen können, und zwar durch die Verwendung einzigartiger Gegenstände, die durch Kämpfe erworben werden können. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass dieses Projekt ein Spiel hervorbringen wird, auf das die Leute jetzt schon gespannt sind und jeder, der daran teilnehmen will und auch eine Chance auf all diese Preise haben möchte, der muss einen Parrot NFT besitzen. Falls ihr euren eigenen heute minten möchtet, könnt ihr das über den Link in der Videobeschreibung machen. Ihr könnt auch auf den Projekt Discord und auf den Twitter gehen, den ich ebenfalls verlinken werde. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. Wie immer, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video.